Ein starker Parlamentarismus ist angewiesen auf die direkte Demokratie. Die Bürgerinnen und Bürger sollten jederzeit die Möglichkeit haben für ein erstes Wort und auch für das letzte Wort. Sie sollten die Möglichkeit haben, Themen, die von der Politik nicht aufgegriffen werden, auf die politische Tagesordnung zu setzen, notfalls sie auch durchzutragen bis zum Volksentscheid. Und sie sollten jederzeit die Möglichkeit haben, Politik zu korrigieren. Ich finde, es hat einen hohen Symbolgehalt, dass ausgerechnet am 18. März 2019 sich der Innenausschuss des Bundestages mit Gesetzentwürfen zur Einfügung von Elementen direkter Demokratie in das Grundgesetz beschäftigt. Die Linke hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, um das, was in Artikel 20 Absatz 2 des Grundgesetzes angelegt ist, nämlich dass Entscheidungen durch Wahlen und Abstimmungen fallen, auch in die demokratische Wirklichkeit umzusetzen. Wir wollen gegen Politikerverdruss direkte Demokratie setzen und das für alle Menschen, die in der Bundesrepublik leben. Allein die Möglichkeit, dass die Bürgerinnen und Bürger eine Sache selbst in die Hand nehmen können, beflügelt die parlamentarische Demokratie. Es wird dann mehr mit den Menschen geredet, näher an ihren Interessen entlang entschieden und weniger über ihre Köpfe hinweg entschieden, ganz entscheidend. Dieses Prinzip, parlamentarische Demokratie, das Standbein und direkte Demokratie, das Spielbein, das kennen wir längst. Es ist Verfassungsrecht und Wirklichkeit in 16 Bundesländern und es wird allerhöchste Eisenbahn, dieses Prinzip auch auf die Bundesebene zu übertragen. Es ist Zeit für den bundesweiten Volksentscheid.